los, ja. Ich glaube, ich steig da durch. Gut, sie steigt da durch und sie habt, ihr sie. Ihr habt sie schon gehört, ja. Die Medi ist jetzt nun auch mit dabei, besser spät als nie. Genau, so sieht's aus. Hallo, Leute. Ja, genau. Hallo. Und wir gehen Hallo, jetzt Sibylle. Ins... Hallo, Christoph. Hallo, Sibylle. Jetzt gut. Winke, winke. Winke, winke ist so froh. Scheint das Mahlzimmer zu sein. Ah, was halten Sie davon, Professor? Es ist ziemlich unaufgeräumt, so wie beim Turm. Ha! Dies scheint der oberste Raum des Turms zu sein. Also hier kommt die Putzfrau nie hin. Das Papier hier auf dem Boden scheint dasselbe zu sein, wie das, auf dem der Schöpfer seine Geschichte niederschrieb. Dieses Zimmer ist zweifelsfrei der Raum des Schöpfers. Das ist der Raum des Schöpfers? Sag dich doch gerade. Scheiße. Ich hätte es mir etwas erhabener vorgestellt. Ein Thronsaal mit rotem Teppich oder so. Ich gebe dir recht, es erscheint etwas exzentrisch, aber trotzdem sieht es wie die Stube eines Autors aus. Wahrscheinlich hat er den Großteil seiner Zeit damit verbracht. Hier, was kommt da oben? Es sieht aus wie eine CD. Hier Geschichten zu schreiben. Eine Krepppfanne. Eine Krepppfanne. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Diese Geschichten, ja. Ich frage mich, was Sophie davon gehalten hat. Dass ihr Vater diese Geschichten für die Bürger der Stadt geschrieben hat. Ich frage mich, ich frage mich, ob sie sich auf das Ende einer neuen Geschichte gefreut hat oder ob sie... Die Geschichten waren wohl eher für Erwachsene gedacht und nicht für ein kleines Mädchen. Ich kann mir daher nicht vorstellen, dass der Schöpfer Söhchen viel der Geschichten gezeigt hat. Ich frage mich, wenn das so ist, hatte sie wohl nicht oft Gelegenheit, mit ihrem beschäftigten Vater zu sprechen. Das heißt, sie muss sich hier sehr einsam gefühlt haben. Es muss schwer für sie gewesen sein, zu wissen, wie wichtig diese Geschichten für die Leute in der Stadt waren. Wow. Aber das sollte nicht so sein. Ein Kind sollte mit seinem Vater sprechen können. Du hast völlig recht, Luke. Ja, ich denke, Söfchens Gefühle für ihren Vater werden noch eine wichtige Rolle im kommenden Prozess spielen. Professor? Luke, wie ich dich kenne, muss dir gerade einiges durch den Kopf gehen. Guillotine, zack, Kopf ab. Und da ist noch nicht viel drin. Wenn du also über irgendwas sprechen möchtest, sagst du es mir, ja? Das werde ich, Professor. Ich habe immer Zeit für dich, Luke. Also wollen wir uns hier ein wenig umsehen? Tom. Wie sieht denn da aus? Boy. Ja, furchtbar. Wie bei Hempels unterm... Wie bei mir. Göppelchen im Sofa. Also dieses Teil hier. Das ist geil, das will ich auch haben. Das erinnert mich so ein bisschen... Woran erinnert mich das? Lass mich kurz nachdenken. Was ist das da unten? Das erinnert mich irgendwie an meine Bastelecke. Ja. Eine Schaufel eben. Nein, das Fenster unten. Da kommt's. Da kommt's. Ah. Ja, der weiße Hai. Das könnte doch fast die Flosse sein. Wow. Jetzt wird's ja mal ein bisschen gruselig. Dramatisch. Na gut. Ja, es ist ja nach 12 Uhr. Das sinkt das Niveau. Nein, ich meine wegen Gruseligen. Bei dir gibt's kein Niveau. Was? Da gibt's ja nichts zum Sinken. Ja. Wir sind doch schon am Grund. Da gibt's nichts mehr zu sinken. Menze. Naja, egal. Kann man nur noch hochsteigen, ne? Genau. Siehst du? Wenigstens was. Ja, das ist ja ein Turm. Das geht und geht's hoch. Ja, bei dir steht ja nichts mehr. Bei dir ist schon abgesunken. Du bist ja heute schon dreimal gekommen. Nein, heute noch nicht. Doch. Und heute auch noch nicht, weil es sind erst 2 Minuten nach 12. Der Strahl ist ganz dünn. Ganz dünn. Der Pipi-Strahl. Sehen Sie, Professor, ein Foto. Ich dachte nicht, dass es hier überhaupt Fotos gibt.
Ah, tolles Foto. Ah ja, das... In der Tat, das ist nicht gerade etwas, was man hier erwarten würde. Das dachte ich auch. Ich habe hier sicherlich noch keine Kamera gesehen. Es besteht kein Zweifel, dass dies ein Foto ist. Was heißt das also? Das könnte einer der Gründe sein, wieso dieser Turm so gut bewacht ist. Was siehst du auf diesem Foto, Luke? Ich habe meine Augen gerade verloren. Hier sind zwei Kinder, beides junge Mädchen, der eine heißt Sven. Das Foto sieht ziemlich alt aus, oder? Ich frage mich, wer sie sind. Eines der Mädchen muss Söfchen sein. Es besteht kaum Grund für Zweifel. Und ich weiß, wer das andere ist. Sie haben recht. Ja, das Zelda. Nicht nur das Schauen. Sieht das da, was sieht da, ich auch da, der Anhänger, oh, ist das der, der von Sophie trägt? Ja, bestimmt. Ah. Die Tatsache, dass sie ihn schon so lange trägt, zeigt, wie wichtig er ihr ist. Das andere Mädchen ist vielleicht eine Freundin oder ihre Schwester? Wenn das so ist, könnten sie sich nahe gestanden haben. Sie sehen wie beste Freundinnen aus. Was sehen sie? Sie haben sogar den gleichen Anhänger. Söfchens Vergangenheit könnte auch wichtige Hinweise enthalten. Dies ist etwas, was ich sie gern persönlich fragen würde. Wir sollten das Foto fürs Erste ausborgen. Also klauen. Oh, ich frage. Frag doch Clay, das klauen nicht. Ich frage mich, ob hier noch weitere Hinweise verborgen sind. Vielleicht finden wir ja noch das etwas, das du vorhin am Dach gesehen hast. Okay. Aber dies ist doch sicher das letzte Zimmer im Turm, also muss ich mir das eingebildet haben. Was hat er gefühlt? Nicht unbedingt, Luke. Wenn ich mich nicht irre, gibt es einen Weg von hier aus nach draußen zu gelangen. Untersuchen wir den Raum etwas genauer. Geht in Ordnung, Professor. Ein Bild zweier Mädchen zu den Gegenständen hinzugefügt. In Klammern Sven und Christopher. Aber nicht schlecht, du. Sowas. Wir waren schon echt süße Mädchen, Sven. Ja. Transgender. Das ja. War ein schönes Leben. Damals, als man noch keine Brüste hatte, die man mit sich rumschleppen musste. Passend. Was ist denn los, Luke? Der Brief auf dem Flügel war ein Beweis im Prozess. Im Prozess? Ja, die Begebenheit zum Tod von Meister de Victorie. Der Prozess, bei dem sie... Du meinst, als ich eine goldene Statue war, oder? Das heißt, das ist der Brief, den... die Eule uns gegeben hat, nachdem wir dem Schöpfer einen Besuch abgestattet haben. Naja, ja, das ist er, aber auf dem Papier war nichts geschrieben, oder? Ja, so viel ist klar. Das war Meister de Victoris Abschiedsbrief an den Schöpfer. Der Abschiedsbrief. Aber Meister de Victorie Butler hat den Brief mit leeren Seiten vertauscht. Und diese leeren Seiten hat die Eule uns gegeben, weil sie das seltsam fand. Ich verstehe. Ich habe während meiner Abwesenheit eindeutig einiges verpasst. Ich auch. Der rechte Abschiedsbrief wurde im Prozess. Der echte. Zelda, wir sind der linke. Im Osten. Wurde im Prozess gefunden. Und wenn das so ist, was tut er dann hier? Ich denke, das kann ich erklären, Luke. Er sucht den linken Brief. Es ist wahrscheinlich, dass der Brief nach dem Prozess an seinen rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt wurde. Außerdem war er an den Schöpfer adressiert. Ah, ich verstehe. Und dieses Mal konnte der Schöpfer ihn richtig lesen. Und wenn er den Brief gelesen hat, heißt das, der Schöpfer hat es vor kurzem getan. Wahrscheinlich heute, als er am Flügel saß. Was kann hier bloß vor der Parade geschehen sein? Wir übersehen hier etwas. Wir müssen uns genau umsehen. Was kann das nur sein? Dies ist sicher keine Falle. Es wäre unwahrscheinlich, dass eine Falle so offensichtlich wäre. Einen Moment. Hier ist ein Rätsel im Flügel versteckt. Ah, sowas.
Hab ich gerade noch so gefunden. Wir haben nicht mal drauf geklickt. Doch, ui, was Musikalisches. Himmlische Klänge. Oh nein. Ja. Oh. Unter dem unter dem Bleiglasfenster steht Folgendes geschrieben. Ein Sternbild an des Himmels Rand, die Harfe in der Göttin Hand, ein wundervolles Lied entstand. Ordne die Noten so an, dass sie eine bezaubernde Melodie ergeben. Okay, Tom. Berühre eine Note und bewege sie mit dem Touchpen. Lasse die Note an der gewünschten Stelle los, um die Position der beiden Noten zu wechseln. Wenn du denkst, du hast die Lösung gefunden, berühre Antwort, um zu sehen, ob du richtig liegst. Wer quietscht das so? Das Baby. Das Baby. Ja. Ja, und wie höre ich das? Ich kann mit Noten nichts anfangen. Ja, dann musst du bestimmt von A, von unten nach oben, oder? Also. Also. Ja, du hörst sie ja, dann komponierst du. Nein, ich höre gar nichts. C, D, E, F, G, A. Ach, du hörst sie nicht. Er hört sie nicht. Er hört sie einfach nicht. Hätte ich mal Musik gewählt in der 9. oder 10. und nicht Kunst. So ein Mist. Tja. Naja, also. Kann ja keiner von euch was mit Musik anfangen? Du ordnest sie einfach von der tiefsten. Ich hab doch die Noten nicht. Ich hab doch die Noten gerade hier aufgezählt. Von der tiefsten zur höchsten. Ja, und welche ist welche dann? Hm? Muss ich auch dazu sagen. Also die mit den zwei. Das ist schon lang her, wo ich das mal hatte. Mach mal die ganz mit den zwei Strichen. Nach ganz links. Und dann. Das ist genau. Dann die mit. Naja, du ordnest einfach die Punkte der. Von oben nach unten. Genau. Und dann. Die Leiter. Das, genau. Und dann das, genau. Leiter. Ja. Also ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt. Okay, das wäre jetzt. Das kann niemals kann das richtig sein. Wo wir wieder auf Zeldas Arbeit sind. Mach mal Notizen, bitte. Das ist keine Notizen. Melodie, ist nur eine komische Kultur. Achso, nee, Quatsch, nicht auf Notizen. Ich will. Was sollen wir hier eigentlich machen? Das ist Kunst. Ja, jetzt. Ja, das war die Kurve vom DAX, genau. Ich hab mir's gedacht. Okay, Wirtschaft. Mach noch sonst noch so intelligente Vorschläge, Christoph? Geh mal bitte auf Tipps. Ah, ja. Achso, nee, das wollte ich gar nicht. Oh, die sammelst du aber nachher wieder ein, die Münzen. Oder? Ach, welche Verbindung könnte die Noten mit dem Lichtstreifen am Nachthimmel haben? Ja, das weiß ich doch nicht. Moment, da kommen Lichtstreifen. Ja, Lichtstreifen. Das muss ja. Ja, muss ja mal. Ah, jetzt! Oh, jawohl. In dem Moment, wo die Harfe da in ihrer Hand ist. Okay. Langsam. Nur alle drei. Achtung, Momente. Achtung! Aufpassen! Ach du Scheiße. Okay, also das sind auch schon mal die zwei Sternchen links von dem Bild mit der Frau mit der Harfe. Ne? Ja, also die, wir fangen also ja ganz unten an, oder? Ich glaube, die und eine höher noch. Also eine ganze Note höher. Eine ganze, glaube ich. Ja, weil. Oder was? Ne, pst. Okay. Ja. Ja. Ah, nee. Und danach habe ich jetzt nicht gucken können. Die erste muss auf dem Strich sein, glaube ich. Die erste muss auf dem Strich. Ja, und die zweite in der Box. Nee, also die erste war, glaube ich, auf Linie. Oh, okay. Ich mache jetzt ein Foto. Im Sarg. Ja, aber besser ist es. Genau, mach mal ein Foto. Oh ja. Ich bin dabei, warte. Eine halbe Note höher. Ich muss zoomen. Zoomen. Vielleicht sollte ich ein Video drehen. Nein, mach ein Bild. Oh. Aber nicht veröffentlichen, gell? Okay. Ja, ich glaube, ich hab's. Ja, ich hab's gefunden. Okay. Oh. Okay. Also, ich dreh das jetzt so, dass es passt. Moment. Das dreht sich nicht. Okay. Drei, vier. Das hat nicht. Also die sechste muss schon mal ganz nach links. Also, die erste ist auf der Linie.
Genau. Die erste ist auf der Linie. Die erste ist auf der Linie. Ja, aber auch da. Oh, eins, ja, genau. Dann die zweite stimmt bereits. Die dritte stimmt auch. Auch. Die vierte ist die ganz mit den zwei Strichen. Ja. Die fünfte ist auch. Die fünfte ist die dritte. Hä? Die fünfte ist genau wie die dritte. Ich gucke jetzt selber. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünfte, die fünfte die ist. Ja, passt doch dann. Dann, nach da ist, dritte. Dann das, genau. Und wieder ganz. Ja, das stimmt so. Fertig. Ah. So, und jetzt noch nachsingen und dann. Lalalalalala. Oh, wunder. Komme, was wolle. Rätsel werden gelöst. Nichts passiert. Stimmt, ein lauter Knall. Halt, stimmt. Knallt, halt. Durch den Raum, als sich der Himmelsglobus an der Decke senkt und einen Geheimgang freigibt. Geheimgänge sind cool. Mhm. Vor allem, wenn sie sich öffnen. Professor, eine Treppe ist aufgetaucht. Ob hier drüber noch ein Raum ist? Ich habe so ein Gefühl, dass das Dach, welches wir vom Garten aus gesehen haben, über uns weitergeht. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Es ist wirklich unheimlich dunkel hier. Aber von oben herab scheint Mondlicht. Atmen wir tief durch und gehen wir dem nach. Das größte Rätsel von allen wartet dort oben auf uns. Das denke ich auch, Professor. Ich frage mich, was es sein könnte. Der nächste Akt in der Geschichte des Schöpfers, wenn ich mich nicht irre. Der nächste Akt? Aber die Geschichte ist bereits zu Ende, oder nicht? Noch nicht, Luke. Es ist noch etwas zu früh für das Finale. Abschiedsbrief de Victories zu den Gegenständen hinzugefügt. Hm. Oh. Ich habe erwartet, dass ihr diejenigen sein würdet, die es so weit schaffen. Kommt gleich was Schönes. Ihr lebt noch, wie ich es bereits geahnt hatte. Professor Layton, ich habe langsam genug davon, dass ihr so unverhohlen den Lauf meiner Geschichte stört. Das kann ich nicht länger zulassen. Bereite dich vor, Tom. Oh, Jackie Chan hier. Oh. Der kleine Junge mit dem miesen Schwert. Zack, Professor aufgespießt. Danke, mein Junge. Was? Was? Wortgefecht? Sind wir jetzt hier bei Monkey Island oder was? Was der Schöpfer geschrieben hat, wird sich immer bewahrheiten. Die Angriffe deines Gegners sind da keine Ausnahme. Präge dir die Geschichte des Schöpfers gut ein, um die vorhergesagten Schläge abzuwehren. Mhm. Oh. Beasley! Genau. Beasley wird mitspielen. Gegnerische Ritter tauchen gemäß der Geschichte des Schöpfers auf. Präge dir die Reihenfolge der Angriffe genau ein und wehre sie ab, indem du die Angriffe des Ritters gegen ihn verwendest. Der Ritter zog sein Schwert, als der Kampf dem Ende nahte. Hob er seine Klinge hoch über seinen Kopf für den letzten Schlag. Berühre die Symbole der Angriffe auf dem Touchscreen in der Reihenfolge, in der sie aufgetaucht sind. Wenn du die korrekte Reihenfolge gefunden hast, berühre Antwort, um zu sehen, ob du richtig liegst. Und wenn nicht? Wer ist der Schöpfer? Du. Ich fürchte, der Vorhang fällt nun. Erlauben Sie mir, die Geschichte Ihres Ablebens niederzuschreiben. Der Ritter zieht sein Schwert. Als der Kampf dem Ende naht, hebt er seine Klinge hoch über seinen Kopf für den letzten Schlag.